Willkommen zurück auf unserem Kanal. In der Weihnachtszeit hat man nicht immer viel Zeit übrig, für ein leckeres Dessert zu zaubern. Hier ist eine kleine Inspiration für euch im Glas. Für die Creme braucht ihr 240 Gramm Frischkäse, 150 Gramm Quark, 50 Gramm Puderzucker und etwas Zitronensaft. Zu einer cremigen Masse verrühren. Die Creme in einen Spritzbeutel umfüllen. Für die fruchtige Kirschfüllung benötigt ihr 200 ml Kirschsaft, 25 Gramm Zucker, 10 Gramm Vanillepuddingpulver, etwas Vanille und Zimt. Verrühren und aufkochen. Zum Schluss kommen 150 Gramm Kirschen. Zugedeckt abkühlen lassen, sonst bilden sich Klumpen. Gläschen füllen mit Spekulatiuskeksen, Creme und Kirschfüllung. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.